Ja, servus liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu diesem neuen Video. Ja, anders als ihr das so eigentlich von mir kennt, gibt es heute mal keine komplette Bastellösung. Es geht heute um eine sogenannte steckerfertige Solaranlage, also ein sogenanntes Balkonkraftwerk mit 600 Watt und zwar von Vesca Energy. Ja, es wird zwar auch im weitesten Sinne ein bisschen gebastelt, aber wir brauchen halt eigentlich nur die vorhandenen Komponenten aus diesem Komplettset zusammenschrauben, installieren und in Betrieb nehmen. Ja, und ihr werdet mit diesem Video hier sehen, wie schnell das Ganze so geht. Ja, mehr zum Hintergrund, zum Aufbau, zu den Daten der verbauten Komponenten aber nach dem kurzen Intro. Seht ihr das? Jawohl. So, schauen wir mal drauf hier. Ja, damit willkommen zurück. Ich hoffe, euch hat dieses Intro gefallen und ich konnte euch damit einen kleinen Überblick verschaffen, worum es hier heute geht. Bevor wir aber gleich nun zu den einzelnen Komponenten bzw. auch deren Daten kommen, hier nochmal eine kurze Erklärung so zum Hintergrund. Denn der ein oder andere von euch hat sicherlich erkannt in dem Intro, dass ich dieses Balkonkraftwerk nicht bei mir aufgebaut habe. Ja, aufgebaut und auch in Betrieb genommen habe ich diese Anlage nämlich bei meinen Eltern. Und ich wurde im Vorfeld angeschrieben von der Firma Vesca Energy, ob ich Lust hätte, deren Balkonkraftwerk zu testen und vorzustellen. Das Ganze habe ich halt bejaht, habe aber auch gesagt, ich bin hier relativ voll vom Platz her und meine Eltern interessieren sich für so eine Anlage. Was haltet ihr davon, wenn ich das dort machen kann? Ja, und da meine Eltern auch so ein bisschen das Paradebeispiel für Menschen sind, die schon mal was von dem Balkonkraftwerk, von der Solaranlage gehört haben, aber sich nicht so ganz in die Materie reinfuchsen möchten können. Ja, und aber auch halt die Möglichkeit, dort besteht halt einmal eine Balkonmontage, also am Balkongeländer, sowie auch eine Aufstellung einer kleinen Solaranlage halt im Garten, auf der Terrasse halt zeigen zu können. Ja, fand Vesca Energy total cool und haben dann gesagt, ja klar, lass mal zu deinen Eltern liefern, mach das gerne da. Ja, dass meine Eltern sich da nicht so komplett reinfuchsen möchten, können, wollen, hat vielleicht natürlich auch den Hintergrund, dass der Sohnemann die ganze Chose hier auf YouTube eben macht und natürlich auch gesagt hat, wenn er da mal eins haben wollt, dann kümmere ich mich da schon drum. Also ich baue das halt auf und glaube, wenn mein Vater sich da reinfuchsen möchte, dann kriegt er das natürlich auch hin. Also nur, damit ihr mich hier nicht falsch versteht, das nochmal kurz zur Erklärung. Anderer Punkt ist halt, ich hätte ihn das Ganze wirklich gerne aufbauen lassen, um halt einfach also das nur abzufilmen und euch dann wirklich zu zeigen, wie leicht das eben auch für jemanden ist, der gar keine Ahnung von der Materie hat. Verständlicherweise haben sie aber gesagt, immer ich möchte nicht vor die Kamera und das habe ich akzeptiert und da habe ich halt auch die Gelegenheit genutzt, wo Daddy auf der Arbeit war, Mama unterwegs war und habe das Ganze dann mal eben gemacht für die beiden. Ich denke, das, was ich halt rüberbringen möchte, wie schnell und simpel und einfach das Ganze geht, das kommt auch rüber, indem ich das Ganze halt eben einfach aufgebaut habe. So, jetzt genug erklärt, schauen wir doch einfach mal auf die Komponenten der Anlage, also woraus besteht dieses Set, beziehungsweise was ist im Lieferumfang enthalten. Und zwar besteht der Lieferumfang aus zweimal Solarmodul, einmal natürlich dem Herzstück der Anlage, der Wechselrichter, einmal eine Abschlusskappe, ein Anschlusskabel, Battery auf Schuko 5 Meter, und natürlich eine Anleitung. Das Ganze wurde geliefert über Hermes, aber schauen wir noch mal selbst kurz drauf. So verpackt, hier wurden die Module geliefert. Ja, packen wir jetzt gleich aus. Und hier drin befindet sich einmal der Wechselrichter. Mal dahin. Das Schuko-Anschlusskabel. Und dann eben hierbei, also hier ist noch eingepackt einmal, die zweite Halterung. Hier habe ich sie gerade schon ausgepackt. Das ist die erste Halterung. Der kurze Hinweis kurz, ihr habt ja gerade gesehen, bei mir in der Lieferung waren die Halterungen für die Solarmodule mit dabei. Das Ganze ist eben nicht Standard, habt ihr ja vorhin gesehen, beim Lieferumfang. Also ihr müsstet dann natürlich halt euer Befestigungsmaterial auf der Homepage halt separat halt auswählen. So.
So, wie ihr gesehen habt, die Module waren sehr ordentlich verpackt, sind hier heile angekommen. Und jetzt werden wir uns mal natürlich an die Montage bzw. an den Zusammenbau der Halterung machen. Ja, und dann werden wir nach und nach alle Schritte halt ablaufen und das Ganze halt vernünftig installieren und Betrieb nehmen. So, ich habe mir meine Jacke geholt, das ist relativ frisch heute. Also wir haben aktuell, ich guck mal kurz drauf, Moment, ja, sage ich euch, 5 Grad, aber die Sonne scheint und damit haben wir natürlich beste Voraussetzungen. Jetzt habe ich aber auch mal, ich drehe mal die Kamera kurz, ihr seht den Baum. Ja. Und ich will euch mal zeigen, eben hier, das ist der Balkon, über den meine Eltern hier mit der Treppe in ihren Garten kommen. Und ja, ich werde euch mal zeigen gleich, wie man das natürlich an so einem Balkongeländer montieren kann. So wie man das auch natürlich halt hier auf die Terrasse einfach stellen kann. Aber letztendlich werden wir das Ganze hier an diese Sichtschutzwand montieren. Wie gesagt, da ist Süden. Das ist natürlich hier drauf, auf dieser Holzwand. Ja, am meisten Sonne dann treffen wird halt über den Tagesverlauf. Aber da ist auch ein wichtiger Punkt wieder. Also werdet ihr gleich sehen. Man kann natürlich halt auch dieses Balkonkraftwerk nutzen, um eine Ost-West-Ausrichtung zu machen. Denn man kann die Module natürlich halt auch so aufstellen. Man muss sie ja nicht nebeneinander, sondern man kann sie auch quasi hintereinander halt stellen. Aber das zeige ich euch jetzt gleich mal. Wir kommen jetzt erstmal, oder ich mache mich jetzt erstmal an den Zusammenbau der Halterung und dann melde ich mich gleich weiter. Ich nehme das Ganze auf und werde das natürlich hinterher wahrscheinlich in so einem Zeitraffer halt euch zeigen, aber jetzt geht es erstmal weiter hier. Werkzeug ist eigentlich nicht nötig großartig, also man kann es auch handfest ziehen, aber hier mal eine Zange, um die Flügelmuttern halt festzuhalten und damit den Schrauben bzw. die Schrauben dann richtig fest anziehen zu können. So rum. Gar kein Werkzeug ist natürlich falsch. Die Halterungen werden an den Solarmodulen hier mit der Schraube befestigt. Dafür brauchen wir halt einen 8er Schlüssel. Hier mit dem kommt man halt aufgrund der Flügelmutter, die an der Schraube ist, wo die Modulhalterungen halt selber miteinander verschraubt werden, kommt man halt nicht richtig dran. Daher Maulschlüssel, am besten 2 Stück, um gegen zu kontern. Ich schaue mal kurz, dass der Vater halt ein Werkzeug hat, wo er seid hat und bin gleich wieder da. So, da haben wir 2 Schlüssel. Ich nehme die Kamera ein bisschen mit, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt. Jetzt 11.58 Uhr. Der erste Modul ist komplett montiert. Die Halterungen sind dran, laut Beschreibung. Sollte alles soweit passen. Auch, ich weiß nicht, ob man das erkennt jetzt, mit der Querstange. Die irgendwie ganz genau rein. Sehe ich keine Möglichkeiten halt, aufgrund der Löcher, so wie die verteilt sind. Steht aber auch hinten raus, also so ist es hier auch beschrieben. Also die liegt hier hinten auf Beschreibung auch auf. Gibt hier natürlich halt ein bisschen Stabilität. Ja, und somit hätten wir das erste Modul halt so weit fertig, dass wir das, so wie es jetzt ist, am Balkongeländer halt anhängen. Ja, wie ihr jetzt schon erkennt, ist das auch der Grund, warum wir, also unter anderem auch der Grund, warum wir natürlich hier auf diese Holzpaneele gehen, auf die, auf den Sichtschutz. Denn hier würde nur ein Modul halt draufpassen bei meinen Eltern an der Balkonbrüstung. Aber ich nehme jetzt mal die Kamera und filme das mal ganz genau ab, damit ihr das seht, wie das Ganze halt dann eben dort
ja, vielleicht in eurem Fall, wenn ihr das am Balkongeländer befestigen wollt, befestigt wäre. Ja, und zwar sehen wir das hier schon mal von der Seite. Hier oben seht ihr die Haken, die montiert sind. Damit einfach eingehangen über euer Balkongeländer. Und somit würde es hier stabil hängen. Mit dabei sind noch diese beiden langen Schrauben hier, zwei Stück. Und die sind dann eben auch dafür da, um die Haken, wo das Ganze hier eingehangen ist, dann eben nochmal halt, ja, zu sichern. Und das Ganze funktioniert hier über die Schraube. Ich schiebe die hier einfach durch. Ja, hier auf der Rückseite dann die Mutter. Dann wird das Ganze festgeschraubt und fertig. Also eigentlich eine super einfache Montage. So, das erste Modul hatten wir hängen in, ja, knapp 45 Minuten, also knapp dreiviertel Stunde. Jetzt machen wir uns mal an das zweite Modul bzw. an den Zusammenbau der zweiten Modulhalterung. So, wir haben jetzt, hier kennt man das hier, 12.22 Uhr. Jetzt fangen wir mit dem zweiten Halter an. Das zeige ich euch einfach mal. Ja, das sind die Schrauben dafür. Ja, und hier drin befinden sich dann eben auch die Flügelmuttern. Ja, damit wird das Ganze zusammengeschraubt. Und das ist eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, die ich euch jetzt direkt mal hier zeigen möchte. Also schaut, dass ihr, wenn ihr das hier zusammenschraubt bei der Flügelmutter, dass die Flügel der Mutter dann eben senkrecht hier stehen. Dann habt ihr hier nachher weniger Probleme, an die Muttern zu kommen, die dann eben halt mit dem Schraubenschlüssel festzuziehen. Ein anderer Punkt, der mir auch noch am Herzen liegt, den ich euch natürlich zeigen möchte, ist, ihr könnt natürlich halt auch den Winkel hier verstellen, indem ihr mit der Querverstrebung nicht ganz ans Ende der Modulhalterung geht, sondern eben halt hier bzw. an den Winkeln, sondern hier weiter rein. Dann habt ihr den Winkel natürlich halt auch ein bisschen steiler. Wenn ihr variieren wollt, also ist ja auch schnell gelöst halt, wenn ihr die, ja, den Winkel halt einfach im Sommer ein bisschen anders haben wollt wie im Winter, dann habt ihr die Möglichkeit, ihr seht das ja hier, ja, die Schiene fährt dann hoch und dadurch bekommt ihr halt einfach einen steileren Winkel hin, der dann halt vielleicht für den Winter besser geeignet ist, wie wenn ihr nach ganz hinten geht. Ja. Was ich euch jetzt aber zeigen wollte, falls ihr, ja, dieses Set habt und damit mal variieren wollt, ihr könnt diese Stange, könnt ihr natürlich, also es ist halt ein Profil, das könnt ihr kürzen. Man hat hier keine Löcher, die man halt verwenden muss, nichts. Man hat hier Klemmen, das zeige ich euch. Das sind solche Z-Klemmen hier, die hier in das Profil halt eingeschoben werden. Und ja, was ich damit meine, halt eben die zu kürzen, dann kann man nämlich genau aufs Maß bringen, die man benötigt, vom Lochabstand der Module her. Also ich würde euch dann empfehlen, natürlich halt die Halterung trotzdem erst auf die Module aufzuschrauben, dann das Maß zu nehmen, dann könnt ihr das nämlich so weit einkürzen, dass ihr dann hier genau zwischenpasst. Und dann habt ihr auch trotzdem eine Querverstrebung. Ja, hier oben liegt ja das Modul drauf, ihr könnt die natürlich halt auch variieren, nach hinten hinschieben. Und habt dann die Möglichkeit, hier in das Winkelprofil, ja, natürlich entweder halt das Winkelprofil im Boden halt festzuschrauben oder dann eben halt das zu ballastieren, und zwar, ja, mittels halt Gewichte. Das zeige ich euch jetzt mal, wie ich das meine. Natürlich halt nicht mit solchen Pflastersteinen, sondern ihr solltet natürlich Gehwegplatten, Randsteine oder sonst irgendwas nehmen. Dann könnt ihr natürlich auch hier, ja, eure Ballastierung halt reinstellen. Und auch hier nochmal drauf. Und dann habt ihr halt, ja, natürlich halt den Vollnutzen auch daraus. Aber wir haben sie ja, wie gesagt, für einen anderen Zweck. Daher hole ich jetzt mal das nächste Modul. Dann schrauben wir die auf. Ja, und dann werde ich euch zeigen, dass man die natürlich auch, oder wie man das natürlich auch hier in den Garten stellen kann. Ja, ich hoffe, ihr wundert euch nicht, aber Akku ging gerade leer. Ich muss jetzt mal Gas geben. Ich weiß nicht, das ist ein ganz neuer Akku, den ich bestellt habe. Der ist zwar voll angezeigt, ich weiß auch nicht, ob der wirklich ran vollgeladen ist. Von daher werde ich vielleicht auch zwischendurch mal die Kamera ausmachen, aber bei den wichtigen Punkten dann immer wieder anschalten. Ja? So, und ja, zur Aufständerung. Ich zeige euch das mal hier hinten. Stehen die natürlich jetzt einmal so. Ich wollte euch das einfach mal zeigen. Also die Möglichkeit bestünde, das natürlich halt im Winter auch so steil halt hinzustellen. Ne? Also damit man eben halt
ja, dann eben die tiefstehende Sonne möglichst mitbekommen. Also das Werk schon quasi fast zu steil, aber die Möglichkeit bestünde. Jetzt zeige ich euch natürlich halt mal, wie ich das halt richtig rum meine. Ja, wenn man das natürlich auch für den Sommer irgendwo halt in den Garten stellen möchte, dieses Balkonkraftwerk. Und dann auch natürlich halt auch gleich nochmal in der Ost-West-Ausrichtung. Also das wäre auf jeden Fall möglich. Ja, wenn wir aber von Ausdehnung sprechen, dann machen wir es natürlich halt eher so. Also ich würde es auch in dem Winkel empfehlen, einfach ist es halt nicht zu steil, es ist mehr Standfestigkeit. Ihr habt unten an den Halterungen eine viel größere Auflagefläche, um zu ballastieren. So, schauen wir uns das mal von hinten an. Ja. Und wie ihr jetzt seht, habt ihr hier diesen Winkel, auf dem ihr natürlich euren Ballast stellen könnt. Also ihr hättet jetzt damit eine ganz klare Ost-West-Ausrichtung. Auch da natürlich, jetzt hier sieht man den Unterschied, auf den ich vorhin zu sprechen gekommen bin. Wenn ihr das natürlich halt so baut und diese Querverstrebung habt, dann solltet ihr die einkürzen, damit ihr dann eben halt zwischen die Winkel halt kommt und da unten eben, ich gehe mal kurz dahin, dann solltet ihr den Winkel natürlich halt so einkürzen, dass der hier zwischen reinpasst, ja, und eben dann nicht hier drunter liegt, sondern hier drin eben. Also mit Ruhe hängen. Hier von der Seite. Optimus Prime. So, wollen wir mal kurz gucken. Seht ihr das? Jawohl, 13.11 Uhr. Also ich habe jetzt exactly 2 Stunden gebraucht, um die Modulhalterung zusammenzubauen, an die Module anzuschrauben und die Module jetzt natürlich halt in ihre Endposition zu bringen. Wir können natürlich halt auch einiges von der Zeit halt noch abziehen, denn ich habe euch ja gerade schon eben gezeigt, halt verschiedene Aufständerungen, habe es erst an das Balkongeländer gehangen, habe zwischendurch noch telefoniert, mir eine geraucht. Ja, also bisher sind erstmal 2 Stunden vergangen und die Dinger hängen jetzt aber schon. So, schauen wir nochmal drauf hier. TW Solar, 415 Watt haben die sogar. Also haben wir insgesamt 830 Watt. Ah. 31,64 Volt Maximum Power Voltage, Open Circuit Voltage sind es dann eben 37,75, ja. Und 13,13 Ampere Series Fuse Rating 14,02 Ampere. Dann gucken wir jetzt mal nach dem Herzstück einer jeden Anlage, und zwar nach dem Wechselrichter. Das ist hier in dem Fall ein Mikrowechselrichter. So, das ist die Verschlusskappe halt, die mitgeliefert worden ist. Die kommt dann hier drauf. So. Oh, da ist der Gerät. Mit in dem Paket befindet sich hier die Antenne. Wird hier aufgeschraubt, hier ist noch eine Schutzkappe drauf, die zieht man ab, da habt ihr gesehen. Ja, hier liegt die, hier ist ja die rote Kappe. Machen wir aber gleich zum Schluss, wenn er hängt, nicht, dass uns die Antenne abreißen. Ne? So, also ich melde mich nochmal zurück. Ich habe jetzt erstmal den Wechselrichter, ist ja ein Mikrowechselrichter, der ist ja auch dafür geeignet. Na, gucken wir mal, sehen, ob man den dazwischen erkennt. Wir gehen jetzt gleich mal unter die Module her, der klemmt jetzt, der hängt jetzt erstmal dahinter. Also der wird jetzt noch nicht final installiert sein. Ich überlege mir, ob ich die nächsten Tage mit 4 oder 6 Quadrat hier nochmal hinkomme zu meinen Eltern und dann die Solarkabel, also die Gleichstromleitung von den Modulen lieber verlängere und dann den Wechselrichter dort unter dem Balkon platziere, ja, und dann ob man Balkon einspeise oder ob der hier hängen bleiben soll. Ich zeige euch das jetzt mal, wo ich den angebracht habe. Dann werde ich mal die Antenne hier anbringen. Dafür nehme ich jetzt gleich die Kamera mit. Ja, und dann werden wir das ganze Ding mal in Betrieb nehmen. Ne? So, hier hängt er jetzt aktuell. Ja, die Module sind schon mal angesteckt. Jetzt nehmen wir nochmal die Antenne, schrauben die auf und dann schauen wir mal, dass wir das Ding ankriegen. So, seht ihr das LED-Leuchten? Da schaue ich jetzt mal in die Bedienungsanleitung, was das schnelle blaue Blinken bedeutet. Auf jeden Fall ist hier alles soweit connected. Die Antenne ist dran. Ja, und dann können wir jetzt an die Endinstallation gehen, beziehungsweise halt an die Einrichtung der App. Und dass wir das Ganze dann eben auch online unseren Ertrag
ablesen und die Funktion der Anlage überwachen können. So, also das blaue Blinken sagt schon mal, läuft alles. Und schnelles Blinken sagt auch, hohe Leistung kommt an. Jetzt wandert die Sonne leider und schon ein Teil der Module oder des ersten Moduls ist verschattet. Aber wir laden uns jetzt mal die App runter. Dazu gibt es hier einen QR-Code in der Bedienungsanleitung. Für iOS. Ja, die laden wir uns runter. Solarmann Smart heißt die App. Er lädt ein bisschen. Öffnen. Zustimmen und Vorfahren natürlich. Muss natürlich erstmal registrieren hier. Ne? Ja, ihr Lieben, oh, ihr seht, ich habe mir schon eine Jacke wieder angezogen. Es ist richtig kalt hier im Schatten. Also wir haben aktuell 9 Grad. Und sobald man aus der Sonne raus ist, ist es ein bisschen frisch. Von daher werde ich jetzt auch hier erstmal Ende machen. Also damit ihr das seht, ich habe alles installiert bekommen. Also da, es läuft. Ja, die Module sind jetzt verschattet, aber 183 Watt produziert die Anlage. Ist mit dem WLAN verbunden. Das war ein bisschen schwierig, weil ja, der Router halt drin steht. Wir haben jetzt einen Repeater halt dazwischen geschaltet. So, aber wir haben auch 14.38 Uhr. Um 11.11 Uhr habe ich mit der ganzen Materie begonnen. Ja, also es sind jetzt keine 3 Stunden, aber ja, also doch, es sind über 3 Stunden um, aber wenn wir jetzt natürlich die Nettozeit nehmen, ohne Kamera, ohne einen zweiten Aufbau, dann ja, könnte man davon ausgehen, dass ihr 3 Stunden vielleicht braucht, vielleicht auch nur 2 Stunden, je nachdem, wie das bei euch mit dem WLAN-Signal halt ist, denn das hat jetzt echt Zeit gekostet, dann werdet ihr schneller hinkommen. Also ich finde, für so eine steckerfertige Solaranlage 3 Stunden bzw. 2 Stunden Zeit zu investieren, um die aufzubauen, kann man mal machen. Und nicht schneller kommt man eben ans Ziel, Strom zu sparen. Ich werde jetzt hier das Benutzerhandbuch einpacken und die Kamera und werde mich dann zu Hause nochmal hinsetzen und euch dann eben noch alle weiteren wichtigen Infos halt zu dieser Solaranlage halt erzählen, wie versprochen. Und das heißt, wir sehen uns gleich wieder. Also, bis später. So, wie angekündigt, hier bin ich nochmal und zwar diesmal aus meinem warmen Wohnzimmer. Und ja, es gibt eigentlich auch gar nicht mehr allzu viel zu der ganzen Sache zu erzählen. Ich blende euch jetzt mal kurz einmal die einzelnen Schritte kurz ein, wie man, wenn man die Module mit dem Wechselrichter verbunden hat, der Wechselrichter eingesteckt ist, wie man das Ganze dann eben mit der App, also beziehungsweise so connected und den Wechselrichter mit dem WLAN verbindet und dann eben über die App ein Monitoring zu haben, um seinen Ertrag sehen zu können. Aber schauen wir mal kurz drauf. Also wie ihr sehen könnt, ist das Ganze ganz gut beschrieben. Es ist kurz beschrieben. Ja, ihr müsst euer Handy natürlich, also das WLAN einschalten. Müsst dann nach einem drahtlosen Netzwerk suchen, was der Wechselrichter selber halt aussendet. Ja, ihr verbindet das Ganze. Hier steht halt das Passwort oben, was ihr eingeben müsst. Und dann müsst ihr halt einfach eine IP-Nummer quasi in eurem Browser eingeben. Dann öffnet sich die Seite. Dort gebt ihr zweimal, also Admin als Benutzer, Admin als Passwort ein und dann kommt ihr schon auf diese Seite hier und dort hier ist es ja auch ganz leicht beschrieben, geht ihr einfach auf den Wizard, könnt euer WLAN dort dann auswählen, das wird hier unten alles automatisch übertragen, müsst natürlich das Passwort dann eintragen und dann geht ihr einfach auf Speichern bzw. Next hier auch nochmal, Next. Ja, und dann seid ihr schon fertig und hier steht auch beschrieben, sollte das Ganze halt nicht so nicht geklappt haben, dann müsst ihr halt einfach nochmal den Schritt wiederholen und dann macht ihr hinterher die App auf, meldet euch natürlich halt mit dem Benutzernamen und dem Passwort an, womit ihr euch registriert habt, ja, und dann fügt ihr halt einfach entweder per Scan des Strichcodes oder per Eingabe der Seriennummer vom Wechselrichter eure Anlage hinzu und dann ist die ganze Geschichte auch schon fertig. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ist das Ganze kein Hexenwerk oder keine Rocket Science. Also kurzer Hinweis noch an der Stelle, ihr kennt das ja auch von anderen Videos schon von mir, ihr solltet halt im Wi-Fi-Namen, also erstmal generell sollte es ein 2,4 GHz Netz sein, dann solltet ihr keine Sonderzeichen im Routernamen und im Passwort haben, das Ganze wird nicht unterstützt. Solltet ihr das so eingestellt haben, ja, dann müsst ihr natürlich halt vorher an euren Router nochmal gehen und
den Namen des Wi-Fi-Netzes, das ihr zu Hause habt, halt einmal ändern. Ja, und dann eben halt bei der Vergabe des Passworts halt drauf achten. Ja, mein Fazit zu diesem ganzen Set. Also ich finde, es macht einen wirklich hochwertigen Eindruck, qualitativ alles super verarbeitet. Ich denke, auch einige da draußen werden die verwendeten Komponenten selbst auch kennen und können das bestätigen. Also ein Day- oder Die-Wechselrichter ist ein ganz solides Teil. Die Module sind in Ordnung, vollkommen in Ordnung. Die Balkonhalterung, also hat auf mich auch einen sehr ordentlich verarbeiteten Eindruck gemacht, vernünftige Schrauben mit dabei, vernünftiges Aluminiummaterial ist dort verwendet worden. Ja, und ansonsten auch das Kabel zum Beispiel, das Battery auf Schuko, hat eine ordentliche Dicke. Ich gehe davon aus, dass es ein 2,5 Quadrat Kabel ist, also das erkennt man halt schon an der Ummantelung. Ja, und meiner Meinung nach kann ich das, also beziehungsweise ich kann das guten Gewissens an euch empfehlen. Schaut gerne unten mal in die Videobeschreibung, ich verlinke euch dieses Set halt, also A auf der eigenen Homepage von Wesker Energy, B aber auch über deren Amazon Shop, da könnt ihr das auch drüber bestellen, genauso wie die Halterung, sind halt über Amazon auch bestellbar. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich konnte euch damit ein bisschen näher bringen, was hinter so einem Balkonkraftwerk bzw. einer steckerfertigen Solaranlage steckt, wie schnell man so ein System halt aufgebaut bekommt. Ja, also alleine, zu zweit solltet ihr da, wie gesagt, noch schneller mit hinkommen. Ja, und damit bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, Video gerne liken, teilen, kommentieren. Falls noch nicht gemacht, den Kanal gerne abonnieren. Ja, und dann sage ich, bis zum nächsten Mal.